Hallo, Kaiser Kelibutra ist mein Name. Ich bin bei Kaufland in der internationalen Organisation innerhalb des CM-Teams für das Analytics-Team verantwortlich. Und wir wollen ja heute über das Thema Abwanderungswahrscheinlichkeiten sprechen. Wir haben mit der Kaufland-Card ein sehr wirkungsvolles Mittel in allen 8 Ländern, in denen wir aktiv sind, etablieren können, das uns dabei hilft, unsere Kunden besser verstehen zu können, ihre Bedürfnisse verstehen zu können und vor allem auf diese Bedürfnisse auch reagieren zu können. Da kommen jeden Tag unzählige Kunden dazu, da freuen wir uns. Aber wirklich entscheidend ist nicht unbedingt, dass man sich für das Programm registriert, sondern dass die Kunden, die registriert sind, das Programm auch aktiv nutzen. Also beim Einkaufen die Kaufland-Card vorzeigen. Das ist wichtig, damit wir die verschiedenen Einkäufe wirklich zu einzelnen Kunden zusammenfassen können, um Kundenverhalten ableiten zu können. Aus dem Grund interessiert uns ganz besonders, wenn ein Kunde das Interesse an Kaufland oder vielleicht an der Kaufland-Card verliert, warum das so ist. Und um das ermitteln zu können, berechnen wir, und das ist eben der Use Case an dieser Stelle sozusagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde immer noch ein aktiver Kunde ist oder im Umkehrschluss die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde abgewandert ist. Was man mit der Berechnung der Wahrscheinlichkeit der Abwanderung erreichen will, ist, dass man Churn Prevention Maßnahmen ergreifen kann, also zu verhindern, dass der Kunde abwandert. Wir konzentrieren uns da auf die Kassendaten, die uns zur Verfügung stehen. Dabei sind es eigentlich 3 Informationen, die wir dafür verwenden. Das ist einmal eine pseudonymisierte ID für den Kunden. Also vielleicht auch da spannend. Wir arbeiten nicht direkt mit den Kundendaten, sondern eben mit Pseudonym. Dann das Datum des jeweiligen Einkaufs und der Zeitraum zwischen der Erstregistrierung und dem aktuellsten Einkauf. Diese 3 Informationen nutzen wir für die Berechnung der Abwanderungswahrscheinlichkeit bzw. der Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde noch aktiv ist. Eine Herausforderung gibt es tatsächlich, das ist nämlich, dass unsere Kunden nicht unbedingt bei jedem Kauf die Kaufland-Card vorzeigen. Das heißt, gerade bei kleineren Einkäufen, das haben wir schon festgestellt, passiert das manchmal nicht. Es bildet also nicht immer das komplette Kundenverhalten ab. Ansonsten sind wir aber wirklich in der glücklichen Lage, dass Kaufland als Unternehmen eine jahrzehntelange Historie von sauberen Daten oder der sauberen Datenverarbeitung von Kassendaten hat. Also in diesem speziellen Use Case haben wir sonst keine wirklich großen Herausforderungen. Wir modellieren die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde noch ein aktiver Kunde ist. Da mag man sich fragen, ist es schwer, ist es einfach, wenn ich einen Versicherungsvertrag habe oder einen Mobilfunkvertrag, dann ist es nicht besonders schwer. Dann weiß ich ja, ob der Kunde gekündigt hat oder nicht, ob der Kunde aktiv ist oder nicht. Bei uns, wie auch bei anderen transaktionalen Geschäftsmodellen, ist es schwieriger. Ich muss ja irgendwie herausfinden, kommt er noch zu mir oder nicht. Da benutzen wir die Kauffrequenz vor allem als wesentlichen Wert. Das heißt also, ein Kunde, der normalerweise alle 2 Tage kommt, im Gegensatz zu einem Kunden, der normalerweise alle 2 Wochen kommt, der hat natürlich ein anderes Einkaufsverhalten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er kein Kunde mehr ist, wenn er nach 2 Wochen nicht gekommen ist, die ist bei dem einen Kunden, der sonst alle 2 Tage kommt, besonders hoch. Bei dem, der aber nur alle 2 Wochen kommt, ist das Verhalten ja ganz normal. Da gibt es keine Wahrscheinlichkeit, dass er abgewandert ist. Also am Ende bekommen wir von dem Modell einen Wert zwischen 0 und 1, der halt für die Wahrscheinlichkeit steht, dass ein Kunde immer noch ein aktiver Kunde ist. Oder im Umkehrschluss, ne, der Gegenwert natürlich, ist er abgewandert oder nicht. Für die Berechnung der Churn-Modelle verwenden wir ein Modell aus der Klasse der Buy-Till-You-Die-Modelle. Das sind Modelle, die vor allem für die Berechnung vom Customer Lifetime Value in der Regel angewandt werden. Im Kern werden da 2 Teilprozesse modelliert. Einmal der Wiederkaufsprozess, das heißt, wie häufig ein Kunde wieder einen Kauf tätigt, und dann der Ausstiegsprozess, wie wahrscheinlich das ist, dass ein Kunde zu einem bestimmten Zeitpunkt kein Kunde mehr ist. Das sind diese 2 Teilprozesse. Im Kern kann man sagen, dass dabei Verteilungskurven auf die verschiedenen Kaufereignisse angewandt werden. Das heißt, ich habe einen Kauf. Und dann wird eine Verteilungskurve angewandt, wie die Wahrscheinlichkeit sinkt bis zum nächsten Kauf. Das ist die Form, in der das modelliert wird, weil die Wahrscheinlichkeit in
Relation zu der Verteilungskurve dann eben sinkt, dass der Kunde noch aktiv ist. Deshalb brechen wir es auch so rum, ne? Warum ein Kunde aktiv oder immer noch aktiv ist, und wir nehmen die Abwandlungswahrscheinlichkeit einfach als Gegenwert dazu. Um zu prüfen, ob das Modell wirklich funktioniert, verwenden wir einen ganz normalen Testansatz. Das heißt, wir halten einfach die letzten 4 Wochen des DA-Ansatzes zurück, füttern den Algorithmus mit dem Rest und prüfen die Prädiktion, weil wir wissen ja, wie sich das entwickelt hat in den folgenden 4 Wochen, und können vergleichen, ob die Prädiktion vom Algorithmus oder wie gut die Prädiktion vom Algorithmus eben war. Falls die Vorhersagegüte nicht besonders gut ist, würden wir uns das Modell selber anschauen und gucken, was wir da vielleicht noch verbessern können. Oder auch ein ganz anderes Modell anschauen, denn das ist bei weitem nicht das einzige Modell, das man zur Berechnung von einer Abwandlungswahrscheinlichkeit verwenden kann. Die Modelle setzen wir insofern ein, als dass wir ganz allgemeine Analysen darauf fahren, um Merkmale festzustellen, die sich besonders auf abwanderungsgefährdete Kunden beziehen oder vielleicht auch auf besonders loyale Kunden. Das geht ja in beide Richtungen, um dann einmal strategische Maßnahmen ergreifen zu können. Also wenn wir zum Beispiel feststellen, das ist in einer bestimmten Region ein Problem, da gibt es viele abwanderungsgefährdete Kunden, dann könnten wir überlegen, was wir für Maßnahmen in dieser Region zum Beispiel an den Start bringen. Viel wichtiger vielleicht sogar noch ist, dass wir die Kunden individuell ansprechen können, wenn wir wissen, dass sie abwanderungsgefährdet sind. Das könnte auf der einen Seite Kommunikation sein. Wir vermissen dich, warst schon lange nicht mehr da. Wir könnten die Kunden an die Vorteile erinnern, die er beim Kauf mit der Kauflandkarte hat. Und vielleicht gibt es manchmal eben auch einen attraktiven Coupon, um den Kunden zu motivieren, wieder ein aktiver Teil der Kauflandkarte-Community zu sein. Wenn diese Maßnahmen gut funktionieren, prima. Wenn sie nicht so gut funktionieren, dann würden wir vielleicht sogar hingehen und überlegen, ist das Modell tatsächlich das Richtige, und würden auch da nochmal schauen, ob wir nicht ein besseres Modell finden. Vielleicht fragt man sich ja dann, was der optimale Kommunikationsweg dafür ist. Das soll dazu sagen, dass bei Kunden, die nicht mehr so aktiv sind, Push-Notifications in der App nicht so besonders gut funktionieren. Also ist in der Regel dann schon der E-Mail-Kanal, der die besten Ergebnisse zeigt. Das Thema Datenschutz nehmen wir wirklich sehr ernst als Unternehmen. Das heißt, wir als Analysten haben keinen Zugriff auf die Kundendaten selbst, sondern wir bekommen pseudonymisierte IDs und arbeiten damit. Das ist wirklich strikt getrennt, sodass da keine Schlüsse von irgendeinem Analysten auf einen einzelnen Kunden möglich werden.